Und dass sie vor allen Dingen, wenn sie mal eine Dorfleitung haben, die Quali runterstellen können und wenn sie eine gute Leitung haben, auch mal ein richtig guter Quali sein können. Und nicht immer in unserer eine Dorfleitung? Also passt mal auf, wir machen das so. Beleidigen? Wenn wir gleich Pause machen, arrogante dann werde ich den Vertrag annehmen, okay? Okay. Aber dann haben wir jetzt nicht sofort was davon, ne? Das dauert noch einen Tag. Aber okay. Wenn ich einen Tag dauert das? Also beim nächsten Stream hätten wir es? Bestimmt, ja, wenn du es heute rausschickst. Vielleicht ist das auch der Grund, dass wir noch nicht 1000 sind. Annehmen. Ja, sicher. Ehrlich? Nein. Wie? Nein. Hinter dir ist noch eine Quest, die du noch annehmen kannst. Ja, ich habe letztes Wochenende und überhaupt wenig gestreamt, weil ich einerseits Internetprobleme hatte und andererseits auch ein bisschen Zeit für meine Freundin brauchte. Was denn? Für die Ausrufezeichen. Das sind doch alles Fragezeichen. Jetzt ja. Weißt du, verarsch mich doch nicht. Ich verarsch dich nicht. Ich bin Level 50, ich weiß, was ich tue. Das ist ein guter Spruch, den könnte man rausschneiden und aufs T-Shirt drucken, oder? Ach. Wir machen ganz schön viel coole Sprüche, Georg, oder? Auf jeden Fall. Ne? Wir sollten zugelassen werden auf der Akademie für coole Sprüche. Der nächste kommt. Wo sind die anderen denn? Könntet ihr den Gamma-Wert bei WoW ein bisschen hochstellen in den Einstellungen? Was soll ich? Den Gamma-Wert bei WoW hochstellen. Na klar, machen wir. Escape, System. System. Und dann machen wir Erweisable. Ist das da unter Grafik? Ich weiß es nicht genau. Kann man den überhaupt im Windowed-Modus hochstellen? Muss man den da nicht? Ist das nicht der Desktop? Ist echt dunkel, ne? Desktop. Leute, das ist doch keine gute Vorbereitung hier. Erweitert? Der Chat soll helfen. Ich sehe keinen Gamma-Wert. Wo ist der Gamma-Wert? Ja, ich habe... Unter Grafik? Haben wir das übersehen? Super viel Hearthstone gespielt, aber ich habe halt bei jedem zweiten Spiel einen Internetabbruch und dann lohnt es sich nicht zu streamen. Mhm. Deshalb habe ich nicht gestreamt. Ich sehe keinen Gamma-Wert. Ich sehe keinen Gamma-Wert. Okay, dann geht's runter. Deine Gruppe ist tot. Kaum bin ich nicht da, zack. Was denn? Ich habe auch keinen Ton. Doch, du hast Ton, der Fernseher muss nur lauter sein. Ja, aber ich höre ihn nicht. Ich bin ja schon etwas älter. Doch, hier laufen noch drei Leute rum. Ja, ich meine, da passiert gerade nicht viel, was sehr laut wäre. Wo ist eigentlich meine Sonnenblume? Die musst du wieder beschwören. Ja, nicht, sondern das war... Hier. Nee. Es war... Ich drehe einfach die Helligkeit im Mischer ein bisschen hoch, ne? Das war nochmal... Nein! Pferdchen. Wieso? Wieso Pferdchen bei einer Sonnenblume? Weil sich dieses Symbol nicht danach ändert, was du gerade beschwören möchtest. Wildtierführer. Oh, leck mich doch. Das ist doch total bescheuert, das System, oder? Da wäre mal wieder eine Mail an Herrn Blizzard fällig. Du kannst dir auch einfach einen Shortcut dafür machen. Ja, das meine ich doch. Warum haben die das nicht gemacht für du mich? Du kannst das machen. Okay. Weil die nicht wissen, dass du die Sonnenblume haben willst. Die wissen doch sonst alles von mir. Unter S die singende Sonnenblume. Ach, singende Sonnenblume. Aber Sonnenblume ist so, ja auch unter ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ich Quatsch erzählt habe. Du bist zu weit. Das sind die, die du noch nicht hast. Ach so. Kannst aber auch einen Filter einstellen. Ist das eigentlich für dich lustig? Also ich meine, was heißt lustig? Du weißt, was ich meine. Sehr gut. So. Ja, jetzt kannst du die rufen. So brabbelt meine Tochter auch manchmal. So, jetzt kannst du dich auch langsam in Richtung deiner Gruppe bewegen. Wo sind die? Guck schon auf der Karte. Ja. Alles klar. Gruppe, sorry, ihr müsst noch etwas warten. Ich bin gleich bei euch. Ah, da hinten geht's los. Habe ich was verpasst? Du hast zumindest zum Teil die XP bekommen dafür, was sie da gekillt haben. Hm?
Achso, nicht pfeifen. Oh, Telefon. Ich muss eben rangehen. Meine Frau. Sekunde, können wir eben hier da Kamerawechsel? Hallo? Sorry. Was? Wo waren wir stehen geblieben? Alles gut. Du bist okay. Bei der Gruppe. Ich bin bei der Gruppe, ja. Ich möchte heute auch wieder einen Raid machen. Was? Bisher noch keinen Raid gemacht? Ja, aber heute möchte ich einen machen. Klick die mal immer an, wenn die glitzern. Die Mobs, wo du gerade dran vorbeigelaufen bist. Wenn die glitzern, dann haben die immer irgendwas, was du noch looten kannst. Ich weiß. Die Frage ist ja, was brauche ich noch? Beweglichkeit ist gut. Aber du brauchst die Axt nicht. Das ist richtig. Ich wollte ja nur sagen, offline. Beweglichkeit. Stream ist offline? Mhm. Aber kommt, glaube ich, jetzt wieder. Ja, kommt jetzt wieder. Twitch hat uns kurz gekickt, weil wir kein Partner sind. Wir brauchten kurz Bandbreite. Und verarsch ich auch nicht. Das ist ein Boss. Ja, aber und? Nee, alles gut. Mit Level 60 lernen wir mal so richtig oder zeigen wir dir mal so richtig, wie man Damage macht. Alter, was macht der denn? Der ist übernommen. Der ist damit feindlich. Jetzt kannst du Jochens Tank mal die Meinung sagen. Jetzt musst du auf dem rumschießen, bis er wieder freundlich wird. Das ist einer meiner großen Weggefährten, Jochens Tank hier. Richtig. Aber diesmal hat er dich hintergangen und betrogen. Ich kill ihn. Du brauchst den Bildschirm übrigens nicht festhalten, Georg. Was? Du brauchst den Bildschirm nicht festhalten. Woher willst du das wissen? Das sieht so aus. So, folgt mir! Ach, die sind schon drin, ne? Boah, deine blöde E-Zigarette, ne? Jetzt haben sich diese komischen Krümmeln hier so angesiedelt, dass sie so ein bisschen wie Nordamerika aussehen. Ich könnte ja auch alle halbe Stunde rausgehen und rauchen, Jochen. Aber dann würde ich nicht arbeiten in dem Moment. Sag mal, sind wir jetzt online oder nicht mehr? Ja, alles läuft. Wir haben kein Bild hier. Ja, aber es läuft. Aber wir haben kein Bild. Ja, aber es läuft. Aber es läuft. Geht ja nicht, wenn wir kein Bild haben. Aber es läuft, wir sind live. Kann sein, dass Twitch wieder rumspackt. Die haben in letzter Zeit abends oft Probleme. Wird Zeit, dass wir Partner werden. Uns den mal zeigen. Also ich habe die letzten Abende zum Beispiel einen EVE Online Stream gesehen, der auch kein Partner war. Und aber es war auch bei Partner-Channeln, dass die immer ausgefallen sind. Kurz. Twitch. Soll ich mal F5'en? Oh, F5 ist hier gar nicht. F5. Richtig, hier ist ein Mac. Was ist denn? Ist hier Apfel, Command R, Schnecke. Apfel R. Warum nicht einfach F5? So. Haben wir alles? Zumindest hast du die Quest-Items für die Banshee zusammen. Jetzt habe ich ein Bild, aber keinen Chat. Der Chat kommt gleich. Jetzt kommt der Chat, da ist der Chat. Ja, Twitch muss echt was 283? Machen. 283? Oh. Kommen doch jetzt langsam wieder. Ja. Wir haben noch jetzt auch kein Bild. Vorher mache ich nichts. Da müssen mindestens 400 sein. Jochen. Der Budi spielt auch gerade live auf Rocket. Der Budi spielt gerade live? Okay. Deshalb haben wir auch keine Chance. Warte, ich rufe den mal an. Ist gerade Call of Budi. Echt? Auf Rocket Beans, ich glaube, da spielt er StarCraft oder so.
Soll ich hier jemanden aus der Gruppe entfernen? Budi, ist der bei dir in der Gruppe? Warum? Ich weiß es nicht. Angegebene Grund lautet kein DPS, dann müssten die ja auch rausbunden. Sekunde, ich rufe mal Budi eben an. Budi. Oder Eddie dann. Geht gleich weiter. Klingelt. Aber wer streamt gerade, der Budi? Ja, er ist gerade drauf mit Niklas. Die spielen StarCraft. Ich glaube, er geht nicht ran. Naja, ich lass öfter klingeln. Das ist die Mailbox. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt die Nummer. Hallo, hier ist Jochen. Hallo, Budi. Und Georg auch ist auch hier. Hallo. Hallo. Wir streamen hier gerade, Budi. Hallo, Budi. Und wir sind erst 600. Und wir haben gehört... 600. Ach so. Wir sind nur 600 und wir haben gehört, dass du parallel zu unserem Streams, Budi. Und da haben wir gedacht, vielleicht kannst du das mal sein lassen. Wäre nett. Ja? Und jetzt müssen alle Leute aus unserem Chat, bei denen... Sei gewarnt. Vor was? Georg kommt sonst. Und liest dir die Leviten. Leute, ich freue mich über einen Rückruf. Die Leute schreiben, Budi, geh ans Telefon bei den Rocket Beans. Ich rufe mal Eddie eben an. Ja, er hat ja guten Kontakt zu Budi. Guck mal, ob du die Elfenkettenstiefel nicht gebrauchen kannst. Sekunde. Kann ich die? Geht auch nicht ran. Also. Vielleicht liegt es an deinem Namen. Zu langsam? Nicht, dass ihr... Achtung, Jochen ruft an. So ein rotes Schild in der Rocket Beans Villa. Hallo Etienne, hier ist Jochen. Hat der gerade eine... Etienne, wir streamen ja gerade live, ne? Georg und ich. Georg, sag mal was. Hallo Eddie. Und wir haben... Es tut mir leid. Wir haben ein großes Zuschauerproblem und haben also gemerkt, dass Budi gerade auch parallel zu unserem Programm streamt, was wir persönlich jetzt suboptimal finden. Budi habe ich nicht erreicht und deshalb haben wir gedacht, vielleicht könntest du mal... Also auch im Zuge einer zukünftigen Kooperation wäre es halt nett, wenn Budi mal ausschalten könnte. Ja. Nur kurz. Ja, ich wollte euch gerade fragen, ob ihr vielleicht kurz mal ausschalten könntet. Wir sind so gut wie oft, wenn ich unsere Zahlen angucke. Deshalb war ja meine Frage, kannst du da was machen für uns? Ja klar, ich fahre jetzt in die Redaktion und erschieße den Budi. Vielleicht nicht so drastisch. Ach, du arbeitest wieder gar nicht. Um 5:30 hast du schon Feierabend. So, ich wollte jetzt auflegen. Okay. Danke dir. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, tschüss. Tschüss. Das ist nett. Netter, ne? Mhm. So, brauche ich das jetzt hier oder? Telefon. Wenn das Budi ist. Nee, ist nicht Budi. Hi, Drunken. Entschuldigung. Wir sind gerade im Stream. Es tut mir leid. Wir haben gerade eben telefoniert und Jochen schreit immer so ins Telefon, wenn er mit jemandem spricht. Schöne Grüße, ne? Schöne Grüße zurück. Danke und zurück nochmal. Schöne Grüße vom Chat an Drunken. Ja, ich habe dir auch eine Nachricht geschickt. Ich melde mich gleich nochmal bei dir. Ja? Tschüss. So, toll. Jetzt sind unsere Stiefel weg. Super. Warum maulst du? Ich habe dir gesagt, guck doch mal, ob du die gebrauchen kannst. Und jetzt maulst du, dass die Stiefel weg sind. Ich rede ja mit mir selber. Wollen wir vielleicht eine Call-In-Show machen? Was? Heute eine Call-In-Show machen?
Vielleicht meldet sich Budi ja gleich. Wo muss ich eigentlich lang? Ich bin ja total falsch. Tut mir leid, jetzt habe ich mich total verzettelt. Ja, so ein paar kommen doch rüber. Ja, so fünf. Fünf bis sechs sind doch schon hier. Bei denen sind 10.000, so fünf sind rübergekommen. An denen laufe ich vorbei, oder? Ja. Hast du eigentlich schon meine Tasche wieder aufgeräumt, Thomas? Das war ein Spaß. Muss die überhaupt aufgeräumt werden? Nö. Nö, geht nicht. Zumindest noch ein bisschen Platz drin. Aber du kannst mir tatsächlich mal deine Login-Daten. Das darf ich nicht. Oh, guck mal, Jochens Tank. Danke, ich habe die Stiefel. Jetzt muss ich mal eben gucken. Hast du gerade gesagt Stiefel? Ja, aber ich wollte Stiefel sagen. Ich habe Stiefel gesagt. Da wo sind sie, ne? Sind die Stiefel? Das sind nicht die richtigen. Das sind die. Da fragt jemand im Chat. Das ist eine sehr interessante Frage. Was habt ihr eigentlich gelernt, Barlo, Jochen und Thomas? Ich fange mal an. Ich bin gelernter, eine private Frage. Ich bin gelernter Feinmechaniker. Jochen ist gelernter Energie. 7 Punkt plus. Was bist du? Energie, Elektroniker, Fachrichtung, Betriebstechnik. Und Georg ist gelernter Wirtschaftsminister. Messdiener. Messdiener. Was mache ich denn hier? Und Kinderschützenkönig. Jetzt ist halt die Frage, ne? Kinderschütz. Ja, es ist kein Witz. Ich bin wirklich Kinderschützenkönig gewesen. Brauche ich -6 Ausdauer und -9 Tempo? Nein, ne? Also brauche ich die Schuhe doch gar nicht. Hallo? Nein, muss. Ne? Aber schön, dass ich die habe. Brauche ich das hier? Nein. Brauche ich denn dieses hier? Nein. Nein. Und das brauche ich dann auch nicht. Doch. Nee. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Mensch, heute bin ich aber langsam, ne? Ich verquatsch mich hier auf und da. Auf welche Kinder hat Barlo geschossen, dass du Kinderschützenkönig bist? Kinderschützenkönig wird man nicht, indem man auf Kinder schießt. Weil man Schützenkönig unter den Kindern ist. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch selbst ein Kind, was deutlich weniger bedrohlich klingt. Du warst wirklich Kinderschützenkönig? Ja. Ist das eine Seite, die ich noch nicht kenne an dir? Auch so mit so einer Tracht? Nee, nicht wirklich. Das war eigentlich nur im Rahmen der Ferienspiele, weil in der Gegend, wo ich herkomme, ist Schützenfest noch richtig wichtig. Kennst du Schützenfest? War das bei euch auch eine Tradition in der Ecke? Da wird halt im Vorfeld irgendjemand zum Schützenkönig bestimmt und der muss dann am Sportplatz so einen Vogel runterschießen. Moment mal, bestimmt? Das ist bei den, ich rede von den Erwachsenen. Ja. Beim Erwachnenen-Schützenfest. Da wird das bestimmt. Und dann ist dieses Schießen eigentlich völliger Schwachsinn. Ja, also offiziell wird halt geschossen und der den Vogel halt runterschießt, der gewinnt, aber meistens steht halt schon vorher fest, wer zielt und wer nicht. Ist doch bescheuert, oder? Nee, weil Schützenkönig sein halt richtig teuer ist. Und wenn man daneben schießt und auf einmal nicht wird, ist doof, ne? Vermutlich, ich weiß es nicht genau. Weil man da so viele Runden geben muss. Und ne? Dann wird halt irgendwie eine Woche lang militärisch marschiert und gesoffen. Aber morgens um 10 ziehen die durch die Häuser und machen alle die ganze Zeit, ich weiß, also. Aber das ist nur eine Hardcore-Woche. Davor ist ja Schützenfest, ist ja zwar nur eine Woche, aber davor bist du ja auch schon Schützenkönig. Ich weiß nicht, ne? Wie viele Wochen das da insgesamt irgendwie geht. Auf jeden Fall im Rahmen der Kinderferienspiele gab es dann halt einen Nachmittag, wo wir den Kinderschützenkönig ermittelt haben. Ja. Durch Schießen mit einer Armbrust, mit Saugpfeilen. Mhm. Und da habe ich am besten geschossen und war Kinderschützenkönig. Was vorher nicht vorbestimmt war, ne? Nee. Das ist ja auch wie Karnevalsprinz, ne? Ist ja auch so ähnlich. Da muss man ja auch richtig Asche zahlen. Aber zum Beispiel, wer in Neuss von euch wohnt, ne? Um nochmal zurück zum Schützenfest zu kommen. Da war ich ja früher mal beim Radio, News 89.4. Vielleicht kennen das noch viele. Die Neusser, ja. Die Neusser. Ich kenne News 89.4 noch. Ein großartiger Radiosender im Kreis Neuss. Und da haben wir natürlich viel über das Schützenfest berichtet. Und ich habe es so gehasst, weil ich Schützen... Ich mochte Karneval nicht und Schützenverein auch nicht. Das war natürlich für mich ätzend. Dann war da Schützen zu Gast live im Studio und ich. Ist auch gar nicht so spannend zum Berichten, oder? Ja, aber die Neusser, die lieben das, ne? Und wenn du da nicht in diesem Schützenverein bist, dann bist du auch der Arsch der Woche, ne? Also dann kriegst du gar nichts in dieser Stadt, glaube ich.